fangen wir mit dem Umbau an. Jetzt kommt gleich der Markus, um die ganzen Foliearbeiten am Auto zu machen. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Jetzt sind wir beim Picobello, beim Jenkins angekommen. Gott sei Dank hat er sich die Zeit genommen, das noch irgendwo dazwischen zu schieben. Am Polo gibt es ja Lackarbeiten, Delle, Ölwechsel wollten wir noch machen. Was machen wir noch? Komplettreinigung, den Grill vorne alles schwarz machen. Achsbemessung wegen dem Gewindefahrwerk und die ganzen schönen Reparaturen, was zu machen sind. Da ist er der Ansprechpartner, was Reparaturen, Lackieren, Aufbereitung betrifft und ist unser treuer Freund und Partner seit Jahren. Und deswegen glaubt man, dass der Polo in guten Händen ist hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Polo folgende Sachen jetzt ausgetauscht, gewechselt, repariert, lackiert oder lackieren lassen. Was machen Sachen? Die Scheinwerfer waren blind, die haben wir polieren lassen. Den Grillhelm-Einsatz haben wir wieder drin. Die Nebelscheinwerfer sind wieder drin, auch mit Funktion jetzt. Räder technisch sind das die A1 18 Zoll Felgen, die Rotorfelgen. Die wurden natürlich von der Firma Reifenprofi zur Verfügung gestellt. Wir haben ein H&R Monotyp Gewindefahrwerk verbaut. Die ganzen Kratzer, Dellen sind weggekommen. Die Schweller wurden ausgetauscht und frisch lackiert. Und dann haben wir hier diese, weil es ein bisschen langweilig aussieht, die Seitenwand irgendwie, haben wir gesagt, wir machen hier nochmal so einen schwarzen Balken hin. Dass das Auto auch noch äußerlich ein bisschen mehr schwarz dazu kriegt, haben wir das Dach folieren lassen. Als Hintergrund siehst du auch praktisch die Levella-Logos drauf, über auf dem ganzen Dach verteilt. Diese Teile wurden jetzt lackiert. Hier haben wir dann wieder schwarz gemacht statt weiß, weil wir einfach finden, es gibt ein bisschen mehr, wie wenn es jetzt weiß gewesen wäre, mit mehr Kontrast. Die Rückleuchten haben wir, das sind vom Zubehör Rückleuchten. Eigentlich stehen wir ja nicht so auf Zubehörszeug, aber die haben die Optik von dem aktuellen Polo. Deswegen fand ich sie einfach Hammer. Ich könnte mir darauf einen pellen, ey. Besser wie die Twingo-Optik-Dinger hier. Die Originalabgasanlage, die war nichts mehr. Die hat es innen, außen komplett zerlegt. Deswegen hat sie auch von uns eine neue Abgasanlage bekommen. Abcut. Die Dellen und die Kratzer, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, die sind auch alle weg. Jetzt gehen wir mal in den Innenraum. So, im Innenraum, wo die große Baustelle war, haben wir Folgendes gemacht. Und zwar alles, was hier die ganzen Kunststoffteile betrifft, haben wir gegen das Originale ausgetauscht. Den Himmel haben wir komplett in Schwarz gemacht. War relativ schwierig, so einen Himmel in Schwarz zu finden. Die Sitze hat die Katja uns mitgegeben. Die hat zwei Sitze noch irgendwo mal gekauft. Und ihr größter Wunsch wäre eigentlich, dass die mal eingebaut werden. Dafür haben wir natürlich die ganze Konsole noch auftreiben müssen. Und dann haben wir natürlich noch einen passenden Rücksitz dazu gemacht. Und zwar haben wir den separat dazu gekauft und dann zum Sattler gebracht. Die passen jetzt exakt zu den vorderen Sitzen.
zeig's euch mal. Wie ihr seht, alles mittlere Fläche in Alcantara, außen Leder, passt hervorragend zu den vorderen Sitzen. Also diese Lüftungsgitter, die ja eigentlich beim GT ein bisschen dunkler sind, die haben wir in Carbon laminieren lassen. Hier in der Mitte auch alles in Carbon laminieren lassen. Das Lenkrad wurde komplett neu gemacht. Schaltknauf mit Alcantara, Handbremse mit Alcantara, alles frisch und auch schwarz, nicht mehr blau. Das Radio haben wir auch jetzt was reingemacht von Clarion. Da geht auch Navi. Gleich, ne? Du fährst Kreiselverkehr, Digga. Halt dich gut fest, ich schau. Vorher ging ja, glaube ich, nur noch DVD. Bob, der Baumeister. Ich habe mir den Film jetzt zweimal reingezogen. Könntet mir das schaffen? So, im Kofferraum ist es alles wieder schön, hast so viel Platz. Hier ist der Woofer jetzt drin, einen neuen Verstärker hat sie gekriegt. Jetzt hat sie Platz und Klang. Ich glaube, das musst du rauslöschen, weil sonst tust du schon wieder die Tussi rein, die an der Haube so stand. In dem ersten Video. Nee. Das wäre langweilig, zweimal das gleiche. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir hier, wie gesagt, Inspektion haben wir gemacht. Die Abdeckung ist jetzt wieder drauf, die haben wir jetzt auch teillackieren lassen. Sauber wurde er gemacht, komplett sauber gemacht. Wir sind froh, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. War für uns nebenher viel Arbeit. Viel Spaß damit, Katja. Hey! Hi. Und? Wie? Boah, ich wollte dich auch hey. Hin. Sagst du Hallo? Oh. Mami. Geil. Einmal eine Torte für euch. Vielen Dank. Gerne. Der Alex freut Dankeschön. Sich schon drüber. So, dann glaube ich, dass du es jetzt mal sehen willst, oder? Soll ich sagen, hier ist dein Herzblatt. Surprise, Motherfucker. Nein. Nein, Idiot. Okay. So, jetzt geh mal rein. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen genauer an. Dann erkläre ich dir für alle etwas. Ist der neu geworden? Jetzt kriegen wir wieder Fernsehkuchen. Wie cool. Das ist alles keine Folie, ne? Das ist. Das ist Wahnsinn. Ich lieb den. Ich lieb ihn. Ich lieb den. Die Rücksitze wurden auch angepasst. Aber nicht deine alte, sondern einmal separat welche besorgt. Guck mal, du Mann, ich Du hast deinen Woofer jetzt hier unten drin. Okay. Also wie gesagt, wir haben jetzt, ich hätte dir gerne auch was in der Leistung gemacht, aber ich habe gesagt, mit der Kilometerzahl machen wir lieber nichts, weil er läuft ja auch so schon gut. Ja, das ist richtig. Eine gescheite Auspuffanlage hast du auch drin. Okay. Den muss ich halt noch ein bisschen einfahren, aber der hört sich jetzt schon relativ gut an, so einen dumpfen Klang hat und kannst auch mal starten und hören. Ja. Du hast keine Delle mehr, keinen Kratzer mehr. Die ich sind möchte alle raus. Was trinken, Mama. Und wird aufbereitet und hier wurde das nur lackiert. Die Delle hier raus, der Kratzer vorne raus. Okay, okay. Der Wahnsinn. Ich muss den Bass nochmal alles komplett einstellen. Auf jeden Fall, Navi, alles ist drin und gerade USB und so, alles kannst du laufen lassen. Okay, okay. Ist alles schon eingetragen? Ja. Die Nebelscheinwerfer sind wieder drin. Okay. Die funktionieren auch wieder. Die funktionieren wieder, okay. Hast du mich mal hier durch? Ja klar, gerne. So, dann haben wir hier noch für euch drei was im Prinzip. Vom 26.04. bis zum 30.04. haben wir für euch Hotel gebucht in Wörthersee.
Also wir sind auch in der Zeit unten. Hm? Cool. Das Ding schickt man dann per E-Mail zu. Angemeldet ist ja schon alles. War das jetzt? Muss ich selber umgucken. Doppelzimmer mit Balkon und Seeblick. In Felden direkt. In Felden direkt, ja. Wahnsinn. Also vier Nächte. Dann bis am Wörthersee. Wir sind in der Zeit auch unten. Hm? Mhm. Bis zum ersten. Ja. Ja, ihr seid jetzt bis zum Montag. Also genau, ja. Und da kannst du dich halt damit auch blicken lassen. Ja, das auf jeden Fall. Ohne Bedenken. Ja.